mach mal unsere altbewährte Glocke, wa? Let's go. Das kennen wir aus der Schule doch. Alright. So, schönen guten Morgen euch, geil, dass ihr da seid. Danke an Herr Hillmann, dass er das möglich gemacht hat. Ich bin selbst, kleinen Applaus. Herr Hillmann war immer mein absoluter Lieblingslehrer und das Schönste ist, dass ich jetzt endlich mal mit Ihnen in einem Raum bin, ohne Angst haben zu müssen, rausgeschmissen zu werden. War auf jeden Fall eine sehr verrückte Zeit und ich will euch gar nicht mit irgendeinem super langweiligen Vortrag hier beschäftigen, sondern so ein bisschen über die Dinge sprechen, die man vielleicht in der Schule nicht so viel mitbekommen hat. Vielleicht hat der eine oder andere sich von euch auch mal gefragt, boah, wann brauche ich das mal im echten Leben später? Und mal so ein bisschen über Karriere, Finanzen, vielleicht so das, was so nach der Schule kommt, sprechen, nicht so super langweilig, keine Sorge, ich werde niemanden hier fragen, was wollt ihr werden? Ich glaube, es ist eine der langweiligsten, dümmsten Fragen, die man überhaupt stellen kann. Ich sage mal, was willst du mal haben, ist eine deutlich bessere Frage. Und dann sich zu überlegen, okay, wie komme ich da eigentlich hin? Muss nicht Geld sein, kann auch sein, dass man sagt, ich will eine große Familie, einen riesigen Freundeskreis, wie auch immer. Es ist aber immer wichtiger geworden, sich damit zu beschäftigen. Und ich sag mal, ihr kennt das vielleicht von euren Großeltern so. Was haben eure Großeltern wahrscheinlich gemacht? Die haben einen Job gehabt, haben das 40 Jahre lang durchgezogen, sind dann irgendwann in Rente gegangen und haben einigermaßen ein gutes Leben. So war es zum Beispiel bei meinen Großeltern. Also mein Opa war Alleinverdiener, der hat einen Job gehabt. Meine Oma musste nie arbeiten. Die haben 3 Kinder, riesiges Haus, 2 Autos, 3-mal im Jahr einen Urlaub mit einem Job als ganz normaler Verdiener. Das wird euch heute höchstwahrscheinlich nicht mehr passieren, dass das so läuft. Beziehungsweise müsst ihr schon einen sehr, sehr geilen Job für haben. Und ich weiß nicht, deswegen wollte ich vielleicht auch mal so ein bisschen über das Thema Geld sprechen. Wer von euch guckt so ab und zu mal Nachrichten? Oder so relativ, ich sag mal, kriegt sowas mit? Ah, okay. Ist ja immer so relativ negativ, wahrscheinlich. Wenn man sich das anhört, ja, Wirtschaft geht runter, Deutschland, alles im Arsch und dies, das, jenes. Und der eine oder andere hat sich wahrscheinlich von euch auch schon mal gefragt, oder wer von euch wurde schon mal gefragt, so, was willst du denn mal werden? So, wahrscheinlich jeder, ne? Von Mama, Papa, Opa, Oma. So, und welche Klasse seid ihr? Elfte? Ach krass, 11. Klasse schon, wow. Also als ich in der 11. Klasse war, das kann der Hilmar bestimmt bestätigen, da habe ich relativ wenig darüber nachgedacht, was ich eigentlich mal machen möchte wirklich. Habe eigentlich den ganzen Tag, ich bin mal von der Schule nach Hause gerannt oder mit dem Fahrrad schnell gefahren, um zu zocken und Fitness, ins Fitnessstudio zu gehen. So, und wer macht das noch? Wer von euch zockt gerne? Und wer geht ins Fitnessstudio? Alright, alles klar. Genau, und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, nach der 12. Klasse abzugehen, 2, 2,5 Jahre so was zu machen, wo niemand so mega stolz drauf ist. Ich habe nicht direkt eine Ausbildung gemacht, studiert oder so, sondern ich habe meinen ersten Job gehabt bei McDonald's in Osternburg und habe da nachts die Küche geputzt. Kennt wahrscheinlich der eine oder andere von euch. Letztes Jahr habe ich etwas mehr als 10 Millionen gemacht, was ganz geil ist mit 25, ohne reiche Eltern oder irgendeinen Support von außen. Und habe gleichzeitig aber was geschafft, was viele Leute erstmal bezweifeln, weil ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wenn man immer hört, jemand macht viel Geld, dann was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn jemand viel Geld macht? Habt ihr so Geld macht? Kennt ihr dieses so, Geld wächst nicht auf? Bäume, ja, alles klar, Geld macht nicht. Ja, genau, so, das sind so Sachen, die man halt immer hört. Und ich kann euch einen Rat geben, immer wenn euch jemand sagt, findet irgendwas, was ihr liebt oder ihr müsst einen Job finden, der euch, Hauptsache, der macht euch Spaß, dann wahrscheinlich erstmal hört sich das total plausibel an, aber im Zweiten, wenn man drüber nachdenkt, ach, scheiße, was für ein Job macht mir eigentlich Spaß, wenn ich noch nie wirklich gearbeitet habe? Ist wahrscheinlich relativ schwierig, erstmal dran zu denken. Und ich würde euch den Rat geben, euch was zu suchen oder euch für Sachen vielleicht auch jetzt schon zu interessieren, wo ihr das Gefühl habt, okay, das könnte mir Spaß machen, ob es wirklich Spaß macht, weiß ich nicht, aber da steckt auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise Zukunft drin. Das heißt, das sind Sachen, die werden gebraucht oder das ist ein Skill, der wirklich wertvoll ist oder jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt überlegt, okay, ich will vielleicht Buchhaltung machen und wir sehen, okay, in
ein, zwei Jahren bei uns jetzt schon teilweise, Buchhaltung wird fast komplett von künstlicher Intelligenz übernommen, dann würde ich nicht unbedingt sagen, okay, ich will da jetzt vielleicht 5, 6 Jahre drin studieren und mich dann super darauf fokussieren, wenn man vielleicht in 5, 6, 7, 8 Jahren die Technologie komplett unnötig geworden ist. Und ein bisschen mehr auch in die Richtung gucken, weil das wurde mir viel zu selten gesagt, sich was zu suchen, was Geld bringt. Also ein Job, wo man gut drin verdienen kann. Weil eine Sache, die ich gelernt habe, ist, Geld macht nicht glücklich, das stimmt, aber wenig Geld zu haben oder sich nichts leisten zu können, macht auch nicht glücklich. Absolut nicht. Wenn man nicht in Urlaub fahren kann oder nicht den Urlaub, den er haben will, ihr werdet ja auch, zum Beispiel ich bin mit meiner Mom zusammen aufgewachsen, ich habe immer, damals war ich in der Schule, alle sind immer im Winter in Skiurlaub gefahren und wir waren halt immer zu Hause so. Ich dachte mir, boah, Skiurlaub fahren wäre irgendwie auch geil. Wird wahrscheinlich bei euch auch welche geben, wo die Eltern mehr Geld haben oder weniger Geld. Aber am Ende des Tages ist es sehr erstrebenswert, Geld zu haben, auch wenn das oft verteufelt wird. Weil es gibt euch einfach Möglichkeiten. Ich zum Beispiel habe super geile Freunde, ich habe ein super geiles Team, ich habe eine coole Company, ich habe letztes Jahr meine Familie gegründet, mein erstes kleines Töchterchen ist zur Welt gekommen. Ich reise super viel und habe super viele Möglichkeiten, obwohl ich super viel arbeite und viel Geld mache. Was ist denn so euer, hat jemand von euch so einen konkreten Plan oder so das will ich mal sein oder das will ich mal haben? Könnt ihr euch gut trauen, wir sind ja hier unter Oldenburgern. Also. Irgendjemand von euch, der schon so genau weiß, ja? Richtig fetten BMW, okay, geil. Welches Modell? M5. Sehr geil. Ich fahr ein E63S, also das etwas bessere Modell. Habe ich früher selbst. Sehr geil. Okay, sonst jemand, irgendwelche so Ziele oder Träume, wo ihr jetzt schon wisst, das will ich mal später im Leben haben? Muss nichts Materialistisches sein? Ja? Irgendwas, was du mal später haben willst? Okay, ich sehe schon, in Oldenburg sind die Leute noch autofokussiert, das freut mich. Hier in Berlin ist immer ganz, ganz wilde Sachen, wenn du die Leute fragst. Aber mal was nicht Materialistisches, was ihr mal erreichen wollt oder später haben wollt? Ja? Ja, ich bin gerade auf meinem Traumkörper am Zuarbeiten. Ja? Ja, geil. Ich kann einfach so dieses Selbstbewusstsein haben durch Kampfsport. Ja, sehr geil. Genau, also durch Sport, Traumkörper, Gesundheit zum Beispiel ist eine wichtige Sache. Jetzt seid ihr halt alle noch jung und so wie ich auch. Und vielleicht seid ihr in, keine Ahnung, 30 Jahren ist die Hälfte von euch fett oder so. Dann denkt ihr euch auch, boah, das wäre geil, wenn ich mal ein bisschen mehr für mein Selbstbewusstsein getan hätte. Was habt ihr sonst noch so für Ziele? Also ich damals, wusste ich mal schon tausend, ich wollte damals eine eigene Firma haben und so Spiele programmieren und so meine eigenen Spiele entwickeln. Und ich wollte immer schon eine eigene Insel haben. Das waren so meine Ziele. Haut nochmal ein paar Sachen raus. Was findet ihr noch geil? Worauf hättet ihr, ihr müsst ja irgendwas haben, keine Ahnung, Familie gründen, Haus haben, ja? Ja? Okay, cool. Haut mal ein paar Sachen raus, das ist ja furchtbar bei euch. Ihr müsst auch ein paar Ziele haben hier. Komm, Jungs, letzte Reihe hier. Fußballprofi werden, okay. Und... Also pass auf, ich sag mal so, Fußballprofi werden, Rennfahrer, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid gerade noch in einer wunderbaren Situation. Jeder sagt euch das immer und ihr denkt, boah, nee, ich bin nicht in einer wunderbaren Situation, ich muss lernen für Prüfungen und dies, das, jenes. So wunderbar ist das nicht, ich muss zur Schule gehen, aber glaubt mir, ihr seid in einer richtig, richtig geilen Situation. Ich habe meine Schulzeit absolut geliebt, ja? Auch wenn ich habe mein Abi mit 3,4 gemacht, also nicht ganz ideal. Aber ich habe meine Schulzeit echt immer sehr, sehr, sehr genossen. Und ihr habt in der Zeit, in der ihr zur Schule geht, immer Träume oder Sachen, die ihr als Kind habt, die ihr später vergessen werdet, weil die Leute euch das rauserzählen werden. Die werden sagen, na komm, warum denn Fußballprofi? Wird sowieso nur, weißt du, wie wenig Leute Fußballprofis werden? Hast du das schon mal gehört? Ja, wie wenig Leute werden Rennfahrer? So, oder wie wenig Leute werden, keine Ahnung, oder ihr wollt vielleicht Arzt werden oder sowas? Ja, okay, aber euer Schnitt wird damit für niemals reichen. Ja, wie willst du denn Arzt werden? Du hast ja deinen 2,5er-Schnitt. Und es ist super wichtig für euch im Leben, dass ihr, egal was ihr macht, Ziele können sich ändern im Leben, aber versucht nicht immer eure Ziele zu senken. Das machen die meisten Menschen im Leben. Die gehen aus der Schule und denken, boah, ich werde mal, jetzt beginnt mein Leben, jetzt kommen die geilsten Sachen auf mich zu. Und dann kommt noch, keine Ahnung, dann kommt vielleicht Studium oder Ausbildung oder ich zum Beispiel hab gar nichts davon gemacht. Ich habe einfach gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht. Aber
Die meisten Leute bekommen dann immer von außen irgendwelchen Impact. Vielleicht vor 10 Jahren dachtet ihr noch, ich will mal in einem Schloss wohnen. Ja, oder in einer riesigen Villa. So, und dann denkt man, wisst ihr, oder als ihr klein wart, wolltet ihr die Mädels vielleicht irgendwie in einem Schloss wohnen, die Jungs wollten einen eigenen Bagger haben oder sowas. Ja, whatever. Und Stück für Stück baut man die Sachen immer weiter ab, weil man sozusagen auf die Realität trifft. Das ist ja nicht so einfach und das ist alles gar nicht möglich. Aber das Geile ist, die meisten von den Sachen sind sehr gut möglich, wenn man halt da dran bleibt und dafür was macht. Ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, was ich komme. Also meine Karriere hat angefangen bei McDonald's, beim Küche sauber machen. War ein super geiler Job, kann ich nur empfehlen, weil man lernt bei McDonald's, was Leistung bedeutet. Also ich habe noch nie gesehen ein Unternehmen, wo jeder permanent geschwitzt hat beim Arbeiten. Habe ich nie gesehen, bei McDonald's war es die einzige Company, wo ich es gesehen habe. Ich habe dann so ein bisschen auf dem Markt gearbeitet mal und bei der Post Pakete sortiert und bin dann irgendwann zu Mercedes gegangen und habe am Band erst über dieser Auszeitjob, Studentenjobs, so Studentenslots, habe ich da gearbeitet. Ist ein guter Tipp für euch, die zahlen richtig gut. Also ihr müsst nichts können, außer ein bisschen was machen. Und da könnt ihr geil, wenn ihr mal irgendwie auch vielleicht mal ein Auslandsjahr machen wollt oder so ein bisschen Geld verdienen wollt, habe ich, glaube ich, bei Mercedes damals 2,5, 2,7, 2,8 netto oder so bekommen. Dauernachtschicht, ohne irgendwas gemacht zu haben. Also gar nicht so schlecht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Wer von euch hat Selbstständige oder Unternehmer als Eltern? Okay. Also relativ wenig Leute. Das heißt, man kann damit überhaupt nichts anfangen, genauso wie bei mir. Meine Mama arbeitet im Krankenhaus und ist Physiotherapeutin. Also ich habe absolut gar nichts mit Selbstständigkeit oder Unternehmertum zu tun gehabt und bin damals darauf gekommen, dass ich mir dachte, es wäre doch irgendwie geil, wenn man so sein eigener Chef wäre. Also wenn man sozusagen so selbstbestimmt, wann man arbeitet, wie man arbeitet, wo man arbeitet, woran man arbeitet. Und hab dann damals aus meinem Kinderzimmer neben meinem Hauptberuf angefangen, Produkte online zu verkaufen. Also habt ihr bestimmt, keine Ahnung, wenn man heutzutage durch Instagram oder sowas scrollt. Ich weiß nicht, ob das in eurem Alter schon so ist, aber man bekommt ja eine Werbeanzeige nach der nächsten von irgendwelchen Leuten, die euch das beibringen wollen, wenn man irgendwie online Geld verdient. Und in dem Moment, wo ihr euch vielleicht mal fragt, hey, was will ich werden und es ist nicht so ganz klar, kann ich jedem empfehlen, es wird für die wenigsten von euch wahrscheinlich am Ende funktionieren, aber trotzdem dich selbstständig zu machen, einfach mal, um auf sich selbst und selbstverantwortungsbewusst zu leben, selbst wenn es nur 1-2 Jahre sind oder so, in irgendeinem Bereich das einfach mal zu machen, weil es einen unglaublichen Persönlichkeitsentwicklungsschub gibt. Ich habe das damals gemacht, ich habe mir dann meinen ersten Traum erfüllt, ich habe 1,5 Jahre in Asien gelebt, fand ich mega geil damals, ich wollte unbedingt mal so raus aus Deutschland, mal so ein bisschen in eine andere Kultur eintauchen und in Asien, das ist übrigens einer der größten, also wenn sich Leute Gedanken machen, okay, mit Deutschland geht es nicht so gut und was sind da so die Bedrohungen und sowas, das ist unsere Bedrohung. Also es gibt auch andere Sachen, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sowas wie Krieg oder was man in den News hört, bald sind wir im Krieg oder Umwelt oder dies, das, jenes, aber Asien ist unsere Bedrohung. Wenn ihr da seid, ich war einmal in einem Hotel in Kuala Lumpur, das ist die Hauptstadt von Malaysia, und ich war 4 Monate später wieder da und die hatten gerade angefangen, eine Börse zu bauen dort. 4 Monate später stand diese Börse mit 570 Meter Höhe und 6 Gebäuden, die drumherum gebaut haben, die mit so einer Hängebrücke, also nicht Hängebrücke, also mit so einer Brücke miteinander verbunden waren, auf einem Ort, wo vorher gar nichts war. Und ich dachte mir, krass, stell dir mal vor, sowas würde in Deutschland möglich sein. Wir würden so in 4 oder 5 Monaten oder lass es vielleicht hier mit ein bisschen mehr Bauqualität irgendwie 1 oder 2 Jahre sein. Aber es ist unglaublich spannend, mal so andere Teile der Welt zu sehen und zu sehen, wie Menschen da leben, arbeiten und mit Sachen umgehen, um mal so einen anderen Blick zu bekommen. Weil es wirklich, es ist beeindruckend, das ist total toll, auch die Mentalität von den Leuten. Das ganze Land will voran. So, das merkst du, wenn du in Asien bist, das ganze Land, jede Person versucht irgendwas dazu beizutragen, um dieses das, was unsere Großeltern sozusagen nach dem Krieg aufgebaut haben, wo nichts war, das ist bei denen so ein bisschen die Szene. Und das hat mich damals total inspiriert und ich habe mir gedacht, Alter, ich muss irgendwas machen, hinterher, also die werden sich alles holen, Step by Step, weil diese Arbeitsmentalität und Manpower ist enorm in diesen Ländern. Also auch das, wer von euch hat mal Bock nach der Schule so ein Auslandsjahr oder so irgendwie so zu reisen? Ja, sehr geil, also es ist eine sehr geile Sache, kann ich nur empfehlen, das ist wirklich toll, um mal was kennenzulernen. Ich war in Australien, Neuseeland und in Asien, ganz kurz und bin dann später mit der Selbstständigkeit nochmal nach Asien länger gegangen oder USA oder sowas, auch da Menschen mentalitätstechnisch. Es ist total spannend, sowas kennenzulernen. Und dann bin ich mit Corona, das musstet ihr ja alle mit, weiß gar nicht, in der Schule musste man die ganze Zeit Maske tragen, ne? Ich war ja nicht mal in der Schule, war wahrscheinlich eine scheiß Zeit, oder?
Oder was ganz geil, weil ihr die ganze Zeit zu Hause sein durftet. Nee, ne? Alright. So, ich habe auf jeden Fall mit Corona bin ich nach Hause gegangen, sozusagen nach Deutschland, und war dann auf einem von diesen Rückholflügen damals aus Asien und dachte mir, okay, wo gehst du jetzt hin? Du kommst so aus den größten Metropolen der Welt und jetzt zurück nach Oldenburg. Also ich liebe Oldenburg, ich bin auch öfter da, es ist echt eine super, super schöne Stadt, und dachte ich, boah, es wird mal ein bisschen zu langweilig da. Und dann habe ich auf dem Rückflug so entschieden, okay, welche Stadt gibt es denn so in Deutschland, wo ein bisschen mehr los ist? Da dachte ich so, keine Ahnung, vielleicht Frankfurt oder so. Und dann bin ich in Frankfurt gelandet, bin vom Flughafen an den Hauptbahnhof gefahren und dachte, okay, Frankfurt will ich nicht, hier will ich nicht bleiben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hatte einen Kumpel hier in Berlin, der ein WG-Zimmer frei hatte, der auch eine eigene Company hatte. Und dann bin ich ja hier nach Berlin sozusagen eigentlich bei Accident gestolpert und habe dann sozusagen hier auch angefangen. Neben meinem E-Commerce-Business haben wir ein Consulting aufgebaut. Das heißt, wir betreuen insgesamt über 2500 Unternehmen in Deutschland, kleine und Mittelständler, die sozusagen eigene Produkte aus der ganzen Welt produzieren lassen und hier in Deutschland oder in Europa verkaufen. Dann ist, was kam als nächstes dazu? Was kam nach der Consulting? Was haben wir dann gemacht zusätzlich? Software, genau. Wir machen Software, also wir bauen eigene Software sozusagen für Online-Händler und helfen bei der Automatisierung von bestimmten Geschäftsprozessen, was jetzt für euch wahrscheinlich super langweilig sich anhört. Wenn man aber selbst drin ist, macht das super viel Bock, ist super, super spaßig. Dann haben wir Bilder und Foto in einer Agentur gemacht. Die ist in Kassel, da haben wir so eigene Produktvideostudios, also ein bisschen so wie beim Film, nur halt für Bilder und Videos von Produkten, nicht von Menschen. Und jetzt seit diesem Jahr haben wir eine eigene Logistik. Das heißt, wir lagern, importieren Ware aus aller Welt. Das ist hier in Nord-Berlin eine größere Halle. Und verteilen sozusagen Produkte an verschiedene andere Fulfillment-Zentren in Deutschland. Also haben sozusagen einen Unternehmensstamm aufgebaut, der super gut funktioniert, auch in Deutschland, auch hoffentlich in der Zukunft noch. Und haben so das Ziel für uns erklärt, weil, ich sag mal, das erste Ziel, was ihr haben werdet wahrscheinlich nach der Schule, ist irgendwas zu finden, was ihr machen könnt. Geht bloß nicht den Weg und macht irgendwas, nur weil eure Eltern euch das sagen. Also studiert nicht irgendwas, wo ihr gar keinen Bock drauf habt. Also wirklich, wenn ihr nichts hieraus mitnehmt, nehmt euch das mit. Ich habe 50% meiner Schulkameraden von damals, gute Freunde von mir, die haben irgendwas gemacht, weil sie was machen mussten oder was machen sollten oder einfach nur gemacht wegen dem Machen wegen und haben das nach irgendwie 2,5 Jahren abgebrochen. Und das ist so, also macht Sachen, wo ihr das Gefühl habt, okay, es gibt einen Grund dafür. Jetzt in der Schule könnt ihr es nicht aussuchen, ihr müsst hingehen, ja, auch wenn ihr das Gefühl habt, okay, es bringt euch vielleicht nicht weiter. Es tut es tatsächlich, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch wenn man sicherlich viele Sachen lernt, die man vielleicht nicht so oft später braucht, aber nichtsdestotrotz macht das auf keinen Fall, wenn ihr Uni oder Ausbildung oder sowas macht. Lasst euch nirgendwo reinreden, wo ihr eigentlich denkt, okay, das bringt mir gar nichts. Weil immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, das bringt mir nichts, war ich scheiße da drin. Kennt ihr vielleicht in Schulfächern? Wer von euch hat so ein Fach, wo richtig gut ist und ein anderes, wo richtig scheiße ist? So, das hat jeder so, ne? Und da Was ist euer Lieblingsfach? Mathe, Pause. Okay. Alright, also es ist super wichtig, wie gesagt, sich immer zu fragen, okay, wo will ich hin? Also was sind meine Ziele? Da kann man sich auch mal Gedanken drüber machen. Also ihr schreibt ja super viel in der Schule von irgendwelchen Sachen, die interessant sind. Das Wichtigste, was ihr jemals in eurem Leben aufschreiben könnt, ist das, was ihr wirklich wollt im Leben. Hey, ich will zum Beispiel, ich will mal eine Familie, ich will mal ein eigenes Haus. Ich will mal die Möglichkeit haben, so oft ich will, in Urlaub zu fahren oder so lange da zu bleiben, wie ich will, oder auch dahin zu verreisen, wo ich hin will. Oder ich will zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, anderen Menschen zu helfen. Ja, das ist zum Beispiel auch eine Sache, also nur wenn man viel Geld hat, ist man nicht automatisch asozial. Sondern man kann auch viele coole Sachen machen. Zum Beispiel, wir machen jetzt, wann ist das, Jonas? 15. Machen wir 15. Februar zum Beispiel, gehen wir hier irgendwo hin und pflanzen so einen kompletten Wald. Also nicht irgendwie mal so einen Baum oder so, sondern so einen kompletten Wald. Ich bin selbst nicht so der Typ, der so super viel mit Klima zu tun hat, aber ich gehe gerne in den Wald, deswegen finde ich es gut. Ein Dschungel, ja genau. Eine Schule bauen wir, ja, wir wollen eine Schule bauen in Indonesien. Einfach um so ein bisschen zu contributen, weil das nach einer Zeit einfach Bock macht und man sich denkt, warum nicht? Also auch das immer, wenn die Leute davon reden oder eure Eltern, der Ernst des Lebens beginnt. Zum Beispiel die Logistikfirma, die habe ich nur aus einem Grund gegründet, weil ich unbedingt mal ein Bild auf Instagram posten wollte, wie ich auf einem LKW stehe, wo unser Logo fett drauf steht, weil ich es cooler finde als irgendwie einem Lambo oder einem Benz oder sowas. Daraus kam die Idee, eine Logistik zu machen. Ja? Also man darf nicht immer alles so super, super, super ernst nehmen. Manche Sachen entstehen auch einfach aus intrinsischer Motivation, weil man halt Bock oder Spaß dran hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Also nicht immer zu denken, hey, Geld ist was, ja, das ist so ganz nice to have, sondern glaubt mir, wenn ihr alle eure Rechnungen selbst bezahlt,
wenn ihr mal irgendwann seht, Wohnungsmiete oder sowas oder ein Haus kaufen wollt, habt ihr keinen Bock, das 20, 30, 40 Jahre abzubezahlen und die ganzen 30, 40 Jahre in der Zeit nichts euch leisten zu können, hat, glaube ich, niemand Bock drauf, oder? Nö. Genau. Alright. Also, das ist super wichtig. Einfach mal so, vielleicht aus so einer anderen Perspektive. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, einfach mal hingehen und schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Vielleicht macht sich der eine oder andere von euch selbstständig. Wir können auf jeden Fall gut Leute in Deutschland gebrauchen, die das machen. Es gibt immer weniger Leute, die sich selbstständig machen. Das ist auch eine super, super tolle Sache, denn umso weniger es gibt, desto einfacher wird es, erfolgreich zu werden, weil es weniger Competition gibt. Und noch eine Sache, es gibt immer mehr, also wir in Berlin merken das hier sehr, sehr stark, immer mehr Menschen, die eigentlich absolut gar nichts anfangen mit ihrem Leben zu wissen und dann am Ende irgendwelche, keine Ahnung, in einem Backshop oder sowas arbeiten. Zum Beispiel, wir können gleich mal noch eine kurze Office-Tour machen, zum Beispiel Hussein, der ist bei uns jetzt, der leitet das Qualifizierer-Team, das ist bei uns ein Apartment vom Vertrieb. Der ist zu uns gekommen mit, wie alt war er, 19, 20? 18 Jahre, genau, hat so einen Backshop, na gut, dann für 18, aber arabischer Hintergrund in Berlin ist vielleicht etwas einfacher aufzusteigen, hat einen Backshop geleitet, so, aber kam zu uns und war ein kompletter, der war lost eigentlich, also wirklich ein loster Typ, könnt ihr gleich mal kennenlernen, wie der aussieht. Hussein war wirklich komplett lost, der sah aus, als hätte er irgendwie die letzten 2, 3 Jahre, keine Ahnung, den ganzen Tag nur WoW gezockt oder so, also wirklich, wirklich schlimm. Und er ist zu uns gekommen, hat hier halt so seine Mission gefunden. Und wenn ihr den Typen gleich seht, werdet ihr denken, boah, krasser Typ. Ganz garantiert. Ihr werdet wissen schon, wenn ihr da hinten hingeht, wer Hussein davon ist. Muss ich gar nicht sagen, wer der Name ist. Also super wichtig, dass ihr was findet, was euch antreibt, wo ihr Bock drauf habt, wo ihr morgens, klar, jeder hat mal einen scheiß Tag, aber morgens hingehen wollt und Bock drauf habt, weil ihr werdet alle, zumindest wenn ihr ein geiles Leben haben wollt, in irgendeiner Form arbeiten oder in irgendeiner Form was der Gesellschaft an Wert geben. Ich bin jetzt 25 Jahre gerade alt. Das ist auch nochmal ein Tipp an euch. Wenn ihr mal so diese Leute seht, auch in Oldenburg, die meisten Leute, die Porsche fahren oder sowas, das sind meistens sehr ältere Leute, was auch total geil ist. Also wenn man alt ist, reich zu sein, ist geil, aber wenn man jung ist, viel Kohle zu haben, ist noch viel geiler. Weil ihr die ganzen coolen Sachen eigentlich immer machen wollt, wenn man jung ist. Und man kann viel mehr Lebenserfahrung sammeln. Und man hat einfach, also Geld ist nicht des Geldes wegen so. Geld ist immer so ein Ziel von vielen, ich will viel Geld machen. Aber die Frage ist, was kann man mit Geld machen? Geld schafft zum Beispiel Möglichkeiten. Also zum Beispiel schafft Geld mir die Möglichkeit, ich kann mir zum Beispiel aussuchen, ob ich in einer Wohnung wohne, jetzt hier in Berlin, in, keine Ahnung, in Neukölln oder in Tempelhof oder wo es vielleicht jetzt nicht so super ideal ist, oder ob ich halt in einer Wohnung, in einem Wohngebiet, ich brauche zum Beispiel nur 5 Minuten mit dem Auto und zahle 3.600 Euro netto Kaltmiete für 100 Quadratmeter. Aber die Wohnung ist geil. So, aber das kann man sich nur leisten, wenn man auf einem gewissen Punkt ist. Also in Oldenburg braucht ihr wahrscheinlich keine 3.600 Euro für eine geile Wohnung. Ja? Aber das ist auf jeden Fall also das, wozu oder warum ich euch eingeladen habe, ist vielleicht so ein bisschen zur Inspiration. Wird sicherlich nicht jeder machen und wird auch nicht für jeden interessant sein, aber das im Leben halt, auch wenn man es in den Nachrichten und in Deutschland oft hört, Leistung lohnt sich nicht und ach, ich würde lieber mal ein bisschen chillen und Netflix-Abend gucken und so weiter und so fort. Das ist alles schön und gut, mache ich auch manchmal, aber es lohnt sich auch wirklich, reinzuhauen, was zu machen, was aufzubauen, und man kann gerade in Deutschland, ich sage mal, es gibt, Deutschland ist das zweitgeilste Land eigentlich, um aufzuwachsen nach den USA, wenn man wirtschaftlich was erreichen will, weil ihr habt einen riesigen Wirtschaftsraum, Österreich, Schweiz habt ihr noch dazu, ihr könnt relativ leicht, wenn ihr mal, je nachdem, was ihr machen wollt, irgendwas in Europa machen, das heißt, noch geiler wäre es in den USA, aber wenn wir, glaube ich, in den USA wären, dann würden wir wahrscheinlich ungefähr 10-mal so groß sein schon, aber gut, wir sind halt in Deutschland, aber nach uns. Also wenn ihr neidisch seid auf die Leute, die immer so tolle Abis machen und Schulabschlüsse irgendwo in Norwegen oder Dänemark, dann sage ich immer, ja, dafür ist es schwierig, da irgendwas zu verkaufen oder ein Business aufzubauen, weil es halt super wenig Kunden gibt. Ja? Also nur als Inspiration zu sagen oder zu sehen, hey, es ist was möglich, man kann was erreichen, auch in Deutschland, gerade in Deutschland vielleicht sogar, wenn man halt reinhaut, egal übrigens auch, ob man Junge ist oder Mädchen, das ist auch immer so eine Sache. Also wir haben zum Beispiel bei uns, wir betreuen ja sehr viele Unternehmen, wir haben so mittlerweile 80-20, glaube ich, Männer, Frauen, und wir haben... Also erstmal für die Männer, wir können es auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, aber auch für die Frauen, also gerade auch in so eine Führung oder Führungsposition, sich reinzuarbeiten, ist auf jeden Fall, oder kann auch eine sehr, 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 sehr geile Sache sein und funktioniert auch. Ja, sind zwar aktuell noch ein bisschen weniger, aber fühlt sich sicherlich in den nächsten Jahren auch ein bisschen angleichen. Okay, so, sonst noch irgendwelche Fragen über Autos oder Ähnliches? Alright, cool, also hat noch jemand eine Frage, sonst machen wir, ja. Aber mein Traumauto war tatsächlich der E63S, was total blöd war, dass ich den geholt habe, weil danach hast du,
ich bin nicht so ein Supersport-Auto-Fan, deswegen habe ich nicht so einen hohen Traum, aber ich habe den damals selbst gebaut bei Mercedes. Also die Unterverkleidung gemacht, deswegen war es eher so ein emotionales Ding für mich. Und auch in Berlin, mir wurden schon zweimal die Felgen geklaut hier. Deswegen, ich bin auch echt froh, dass ich ein Auto habe, was verhältnismäßig dann wenig auffällt für den Komfort und Luxus, den es einem bietet. Ich habe ein Auto. Leider nur. Aber also, das Auto war nie der Antrieb für mich. Nur, also, das Auto kam so dann nebenbei. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die Geld euch halt ermöglicht. Nicht nur so dieses, okay, man braucht nicht viel Geld, um sich einen Porsche oder eine Rolex oder sowas leisten zu können, sondern vor allem halt auch so die Dinge, die so zwischen im Leben sind. Zum Beispiel, was ich liebe, ist essen zu gehen. Ich könnte theoretisch morgens, mittags, abends immer essen gehen, wenn ich Lust habe. Mache ich mittlerweile nicht mehr so oft, weil meine Freundin wirklich sehr gut kochen kann. Aber das sind so Sachen, weißt du, wenn man Freunde mal einladen will, man Urlaub, der Kollege hat vielleicht nicht genügend Geld, dann könnt ihr dem das auslegen. Das ist eine super geile Sache. Ein super geiles Gefühl. Also Geld ist nicht nur da, um sich irgendwelche Statussymbole zu kaufen, sondern vor allem auch um, wie gesagt, Möglichkeiten und das Leben vielleicht auch ein bisschen mehr genießen zu können. Ey, komm, wir machen noch ein Bild zusammen, okay? Ihr müsst alle so glücklich gucken, als hätten wir hier das Geilste überhaupt gemacht, okay? Alright, ihr seid gar nicht drauf, Männer. Perfekt, okay. Alright, alles klar. Dann euch, wie gesagt, also viel Erfolg auf den letzten 13 Jahre machen, ne? Eieiei. Ja, dann viel Spaß noch in den letzten 2 Jahren. Wie gesagt, also geht nicht zur Schule und denkt, es ist abgefuckt. Ich habe es auch eigentlich genießen können, auch wenn ich immer der beste Schüler war. Also genießt die Zeit und wenn ihr Bock habt, also wirklich guckt mal nach der Schule oder auch währenddessen schon, was euch vielleicht Spaß machen könnte. Man kann auch mal während der Schule, man muss nicht mal irgendwo direkt arbeiten, man kann auch mal online gucken, sich irgendeinen Skill aneignen. Ich habe damals zum Beispiel so Photoshop und Videoschneiden gelernt, hat mir später geholfen, auch das Business hiermit aufzubauen. Kann also verschiedene Skills geben, die man sich auch so mal nebenbei aneignen kann. Wir haben ja gerade schon gesprochen, also Skills am Ende des Tages sind heutzutage, wer richtig viel Geld machen will, sollte am besten gucken, dass er irgendwelche ganz speziellen Skills einfach sehr, sehr, sehr gut kann, weil in der Regel wird man dafür am besten bezahlt. Und wenn man Dinge gut kann, so geht es mir zumindest eigentlich immer, machen sie mir auch immer Spaß. So wie beim Mensch ärgere dich nicht. Ne? Wenn man gewinnt, ist es immer geil, wenn man verliert, ist es immer scheiße. Das heißt, wenn ihr euch irgendwas sucht, wo ihr ziemlich gut drin seid, dann macht es in der Regel Spaß. Alright, dann ja, danke, dass ihr da wart. Und ich weiß nicht, wollen Sie noch was sagen? Du, ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, ich habe mich extra zurückgehalten. Wir hatten damals einen Spitznamen für Herr Hillmann, aber den sage ich nicht. Den sage ich nicht, weil dann haben wir hier Ärger. Ja, Niklas, ganz herzlichen Dank. Im Grunde genommen ist dieses Treffen relativ spontan zusammengekommen, weil du warst in Voigten, hast da gerade irgendwelche Sachen da gemacht und da trafen wir uns und dann hatte ich gleich gedacht, den muss ich unbedingt in Berlin besuchen. Und gut, dass es geklappt hatte. Ich hatte erst gedacht, du hast so einen kleinen Laden hier, da kommen gar keine 50 Leute unter, aber das ist ja nun was völlig anderes als das, was ich mir so vorgestellt habe. Es freut mich, dass jemand so erfolgreich gewesen ist. Also das, was du an Kohle hast, werde ich wahrscheinlich im Leben nicht annähernd in meinem Leben erreichen, aber kommt vielleicht auch nicht so drauf an. Ne? Aber bei Hillmann hat man immer gemerkt, dass er den Job macht, weil es ihm Spaß macht. Und auch, also Props an Herrn Hillmann, ich weiß nicht, ich hoffe, Sie dürfen mal nicht erzählen, also ich hatte immer das Gefühl, dass wir uns wenig an den Lehrplan gehalten haben, aber dafür mal viele tolle Sachen lernen durften, also wo man wirklich was mitgenommen hat für später, also ich war immer sehr, Wirtschaft ist das wahrscheinlich, ne? Ja, nee, das ist ganz voll Politikwirtschaft. Politikwirtschaft, ja. Politikwirtschaft, da seid ihr in der richtigen Stadt hier. Können ja mal, wenn ihr noch da irgendwo dabei seid, vielleicht noch mal ein bisschen was von heute mitnehmen und den Leuten im Bundestag erzählen, vielleicht. Wir, ein bisschen Impact hier. Wir werden morgen die Abgeordneten da haben. Also morgen ist Albani daran, ja. Und heute Nachmittag nochmal der Bundesrat. Ne? Also bevor noch mehr Einzelheiten rauskommen, also Niklas, der nächste Kaffee in Voigten, den gebe ich aus, das ist versprochen. Ne? Und ganz, ganz herzlichen Dank, für die Zeit, die du hier investiert hast, weil time is money und ich glaube, jetzt hast du eigentlich dein Geld verloren, dadurch, dass du uns betreut hast. Alles gut. Aber war schön, war eine schöne Erfahrung. Vielen, vielen Dank. Super. Ja. Danke euch, ne, und viel Spaß noch hier in Berlin.